Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Hartz IV, reformieren oder abschaffen? Guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es lohnt sich, noch mal genau hinzugucken, was mit Hartz IV, diesem viel benutzten Begriff, eigentlich genau gemeint ist. Denn gemeint ist damit präzise das Arbeitslosengeld II, gedacht als Grundsicherung für Arbeitssuchende. Darum geht es also. Und gedacht ist es eigentlich für einen möglichst kurzen Zeitpunkt, im Zeitraum, nachdem die jeweiligen Arbeitssuchenden dann hoffentlich auch wieder eine Arbeit gefunden haben. Doch passt dieses System mit seinem ganzen Druck und den knappen Regelsätzen noch zu einer Situation, in der 845.000 Menschen langzeitarbeitslos sind, obwohl es 1,2 Millionen offene Stellen gibt? Ist Hartz IV also noch reformierbar oder muss es, wie es jetzt ausgerechnet in der SPD diskutiert wird, abgeschafft werden? Dazu sind heute Abend bei uns der Mann, der zuständigkeitshalber eine Antwort auf diese Frage geben muss, der neue Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD. Bei uns außerdem der Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck, die ehemalige Arbeitsvermittlerin im Jobcenter und Politikerin der Linkspartei Inge Hannemann ist da, die Geschäftsführerin einer Zeitarbeitsfirma mit mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ingrid Hofmann, und der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Rainer Hank. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Auf den ersten Blick geht es in dieser Debatte um die Langzeitarbeitslosen. Auf den zweiten Blick geht es aber auch um die SPD. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Gerhard Schröder 2003 und seine Hartz-Reformen. Das Ziel, die Zahl der Arbeitslosen binnen 3 Jahren zu halbieren. Stand heute, 15 Jahre später, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung und 1,2 Millionen offene Stellen. Aber auch mehr als 4 Millionen erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger, darunter 845.000 Langzeitarbeitslose. Führende SPD-Politiker diskutieren nun, hat Hartz IV ausgedient? Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller ist überzeugt, dass es keinen Sinn macht, weiter auf Hartz-IV-Reformen zu setzen. Müller schlägt stattdessen ein solidarisches Grundeinkommen vor. Andere sprechen nun von einer nötigen Alternative zu Hartz IV und dem Ende von Hartz IV. Unser Gast, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, sagt dazu: Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden. Herr Heil, wenn ausgerechnet die SPD jetzt über ein Ende von Hartz IV nachdenkt, Hartz IV abzuschaffen, geht es dann um die Langzeitarbeitslosen oder geht es vor allem bis hin zu ausschließlich um die SPD? Also mir geht es um die langzeitarbeitslosen Menschen, denn Tatsache ist, wir haben eine gute Entwicklung am Arbeitsmarkt. Wir haben sehr viel sozialversicherungspflichtige Arbeit, auch die in den letzten Jahren entstanden ist. Die Kurzzeitarbeitslosigkeit ist zurückgegangen, auch die Langzeitarbeitslosigkeit. Aber es sind immer noch viel zu viele Menschen dauerhaft arbeitslos, in verfestigter Arbeitslosigkeit. Und deshalb, diese grundsätzliche Debatte kann und muss man perspektivisch führen. Meine Aufgabe ist es, praktischer zu machen. Und deshalb setzen wir auf ein neues Instrument, nämlich auf den sozialen Arbeitsmarkt, nämlich auf die Chance, längerfristige Perspektiven für Menschen. Und um die SPD geht es bei all dem gar nicht? Ich denke jetzt nicht parteitaktisch in der ganzen Geschichte, weil wir haben tatsächlich eine Situation, und das ist meine Verantwortung als Minister, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht abfinden damit, dass Menschen, die arbeiten wollen, aufgrund der Tatsache, dass sie viele Jahre nicht am Arbeitsmarkt waren, schwerste Vermittlungshemmnisse haben, die müssen wir gemeinsam überwinden. Und das geht nicht mit kurzatmigen Maßnahmen, das haben wir viel zu oft erlebt, sondern mit einer längerfristigen Perspektive. Und genau dafür werde ich in diesem Jahr auch die Vorschläge machen. Herr Hank, was verspricht sich die SPD von der Debatte? Ich weiß es nicht. Ich glaube ganz anders, als Sie es gesagt haben, Herr Heil. Es geht nur um die SPD. Oder sagen wir fast nur darum. Es ist das Trauma der SPD, die Hartz-Reformen. Es hat die Spaltung der Linken bedeutet. Es ist die Linke daraus entstanden, die sich mit den Ex-DDR-Linken zusammengetan hat. Aber jetzt in dieser Situation, aus der Sache heraus,
eine Hartz-Debatte zu führen, ist schlicht absurd, weil wir jetzt in dieser Zeit gesehen haben, was der große Erfolg war. Sie sollten jeden Monat einmal zu Gerhard Schröder, sagen wir nach Hannover oder nach Moskau pilgern und sich bei ihm bedanken für das, was er gemacht hat. Es ist eine säkulare historische Zäsur in der Nachkriegsgeschichte. Wir erinnern uns, es gab in der Nachkriegszeit Vollbeschäftigung. Bis 72 Ölkrise hat das angehalten. Und dann hatten wir alle das Gefühl, wir werden nie mehr alle Arbeit haben. Wir müssen schauen, wie wir die Arbeit verteilen auf alle Schultern. Und die Zäsur, man kann es historisch zusammenbringen. 2005, 2006 ist genau die Wende passiert. Nun würde ich nicht sagen, sagen auch die Ökonomen nicht, dass es alles monokausal ist. Ja. Aber es ist doch absurd, nicht zu sehen, wie auf diese Weise wieder ein Arbeitsmarkt und die Fantasie, wir werden immer arbeitslos werden. Diese Fantasie ist einfach weg und die Menschen sind zufrieden. Jeder, der heute, bin am Ende eine Stelle verliert, hat 5 Alternativen. Es ist doch wunderbar, Herr Heil. Hank, die Situation ist ein bisschen differenzierter zu betrachten und Sie kleben mir zu sehr in der Vergangenheit, um das deutlich zu sagen. Die Situation von 2003. 2004 ist nicht die von 2017. Sie haben es zu Recht beschrieben, wir haben 18 sind wir jetzt schon. 2018 schon. Sehen Sie wohl, das war jetzt das Jahr mit Schweiz und Jamaika. Das hat so ein bisschen was der Zeit Millionen, 2,5 Millionen wir haben Arbeitslose. Wirklich Erfolge. Wir haben eine versprochen. Wir haben einen großen Fortschritt am Arbeitsmarkt. Das hat was mit notwendigen Reformen, aber vor allen Dingen auch damit zu tun, dass wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben, dass wir eine starke industrielle Basis beispielsweise haben als Volkswirtschaft. Mir geht es um die Frage, wie gestaltet sich das in Zukunft? Wir werden einen unglaublichen Umbruch am Arbeitsmarkt erleben. Unserer Gesellschaft wird die Arbeit nicht ausgehen. Aber wir haben das Stichwort der Digitalisierung von Arbeit. Und deshalb will ich Antworten suchen, die auf die Zukunft orientiert sind. Die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern blicken. Das Thema Qualifizierung im Umbruch. Sie brauchen ein Schreckgespenst, Herr Heil, um uns wieder zu schrecken. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich bin gar kein Verschreckter. Und jetzt kommen die Roboter. Unterstellen Sie dauernd oder haben Sie auch einen ernsthaften Einwand? Ich will den Gedanken zu Ende machen, Herr Hank. Und der Gedanke ist, dass wir im Moment eine gespaltene Situation haben. Wir haben tatsächlich viele Unternehmen, die händeringend Fachkräfte suchen. Auf der anderen Seite leider noch viel zu viele Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit dauerhaft abgehängt sind. Und den Menschen muss man eine Perspektive geben. Denn Arbeit ist mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere. Und die ganzen anderen Dinge, die Sie da insinuieren, sind nicht mein Ziel. Ich will eine Zukunftsdebatte über die Zukunft der Arbeit, über die Zukunft des Sozialstaats. Und das ist genau das, was auch im Moment zwischen den G7 Arbeitsministern diskutiert wird. Wie schaffen wir es, die sozialen Sicherungssysteme und auch die Arbeitsmarktpolitik auf die Erfordernisse einer neuen Zeit auszurichten. Nur fürs Gucken Protokoll, wir uns das haben Sie alles geschrieben, gemeinsam an, nicht Herr insinuiert. Heil, Herr Hank. Ich will Herrn Habeck in die Diskussion holen, auch deshalb, weil die Grünen in der Schröderschen Regierung, der Rot-Grünen, die Hartz-IV-Reformen damals mitgetragen haben und auch mitbeschlossen haben. Denken Sie, versprechen Sie sich für die Grünen einen ähnlichen Befreiungsschlag, den ich jetzt mal unterstelle, Herr Hank ist fest davon überzeugt, wenn Sie jetzt sagen, das System Hartz-IV funktionierte nicht mehr? Nun, zum einen hatte Hank erstmal recht, dass Hartz IV unter anderen Bedingungen eingeführt wurde. Die Kassen waren leer, es gab hohe Arbeitslosigkeit, die Sozialsysteme kommend aus einem anderen System waren überanstrengend. Und wir haben das damals mit eingeführt und wir haben dann in den langen Jahren der Opposition, die haben wir jetzt ja schon ein bisschen auf dem Buckel, konsequent uns mit der Situation auseinandergesetzt und immer wieder Beschlüsse gefasst, die Hartz IV überwinden sollten und hätten auch Beiträge leisten können. Und deswegen ist wirklich es jetzt nicht so. Überwinden oder ging es immer darum, kleinere Reformen? Es ging um kleinere Reformen, wenn man die aber zusammennimmt, Anhebung der Beitrags- oder der Anhebung der Sätze, Sanktionen sein lassen, bessere Zuverdienstmöglichkeiten, dann reden wir in Wahrheit über ein anderes System, wenn man das alles zusammennimmt. Und deswegen ist das, was ich jetzt sage, nicht was völlig Neues für meine Partei. Allerdings beziehe ich es auf die gesellschaftliche Gegenwart. Und deswegen ist mir diese Diskussion, nützt es der SPD oder was ist das Trauma der SPD, das ist, interessiert mich ehrlicherweise gar nicht. Wir haben so viel darüber gesprochen, was sind die Ängste der Gesellschaft? Gibt es diese Gereiztheit, diese Nervosität? Was treibt Menschen dazu, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu verlieren und dann ihr Heil im Populismus zu suchen? Und ich glaube, das ist jetzt nicht monokausal, genau wie Hans sagt, aber ein System, das sagt, es ist deine individuelle Schuld, wenn du arbeitslos wirst und wir machen mit Zwang den einzigen Hebel, dass du in Arbeit kommst, trägt bei zu dieser gesellschaftlichen Verunsicherung. Und deswegen müssen wir Hartz IV überwinden. Überwinden, also abschaffen?
Na, wenn wir es abschaffen, haben wir gar nichts. Das wäre dumm. Aber weiterentwickeln, sodass es einen Anreiz für Arbeit gibt. Also Leute sollen ermutigt werden und nicht gezwungen werden. Also einen positiven Impuls reinzugeben, die inneren Widersprüche auflösen. Wenn man jetzt die Beitragssätze anheben würde und aus vielerlei Gründen, vor allem die Regelsätze, die Regelsätze anheben würde, mit vielerlei Gründen, vor allem mit Blick auf Familien mit Kindern, sollte man das tun, würde sofort die Zahl der Berechtigten für Hartz IV enorm zunehmen, weil der Erfolg der fast Vollbeschäftigung ist, dass es im unteren Lohnbereich so extrem viele Leute gibt, die alle dann anspruchsberechtigt wären. Und dann hätten wir nicht mehr 5 Milliarden Verwaltungskosten, sondern keine Ahnung was, 7, 8, 10. Das ganze System würde kollabieren. Das heißt, es sind so viele interne Widersprüche in dem Hartz-IV-System, dass ich der Meinung bin, man muss darüber hinwegkommen. Aus gesellschaftlichen Gründen, aber auch, weil diese ganzen Widersprüche kaum mehr heilbar sind. Frau Hannemann ist bei uns, die eine andere Forderung hat. Sie war, will ich noch mal vorstellen, von 2005 bis 2013 als Arbeitsvermittlerin, zunächst in einem Jobcenter in der Nähe von Freiburg und dann die längere Zeit im Jobcenter in Hamburg-Altona. Sie waren danach Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft, zunächst parteilos und dann für die Linkspartei und sind im Moment krank geschrieben. Sie sagen, anders als Herr Habeck, Hartz IV gehörte abgeschafft. Warum? Hartz IV stigmatisiert einfach die Menschen, zwingt sie unter Druck mit Sanktionen, das heißt Sanktionen bis auf null, in wirklich den Niedriglohnsektor, was ja die eigentliche Intention der SPD damals war, um Hartz IV einzuführen. Und es stimmt einfach nicht, dass man heute sagt, wir haben die halbe Arbeitslosenzahl, wir haben 4,2 Millionen erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Arbeitslosengeld 2. Wir hatten damals 5 Millionen. Da frage ich Sie, Herr Heil, 800.000. Und dann haben wir aber noch die verdeckte Arbeitslosenzahl. Das heißt, das sind genau die und IAB, das Institut von der Bundesagentur für Arbeit, sprich von 40%, von 4 Millionen Menschen, die einen Anspruch hätten, aber aus Scham, aus Angst nicht hingehen oder weil der Partner 1 Euro zu viel verdient. Das heißt, wenn ich hochrechne, bin ich mit 4 abgerundet und nochmal 4 Millionen auf 8 Millionen. So, klingt vielleicht populistisch, ja, und Sie sagen, nein, Frau Hannemann, natürlich nicht, ja, aber wir müssen das schon realistisch sehen. Wir haben die Arbeitslosenzahlen nicht halbiert, wir haben die Ängste, diese Stigmatisierung, wie ich eben schon gesagt habe, erhöht. Und wir haben den sozialen Frieden insofern gefährdet, dass wir eine Klassengesellschaft haben zwischen Erwerbslosen und Erwerbstätigen, die sich miteinander bekriegen. Du bist faul, du arbeitest nicht. Ach, du machst noch nicht mal einen Euro-Job für 1,50 Euro die Stunde. Du bist erst recht faul. Und ich vertrete auch ganz klar die Meinung, Hartz IV abschaffen und dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nicht das Täuschungsmanöver des solidarischen Grundeinkommens. Wovon genau Herr Müller spricht, gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Aber Sie sagen, es gehört abgeschafft, weil es hat zu wenig gebracht und stigmatisiert die Menschen. Und da wird auch geklatscht, wenn es gesagt wird, es soll ein echtes, bedingungsloses Grundeinkommen geben. Sie dürfen ruhig klatschen, wenn Sie mögen. Also das ist ja hier nicht ein Kloß. Okay, das ist die Position von Frau Hannemann. Ich will Frau Hofmann noch reinholen, die von einer anderen Perspektive drauf guckt, denn die hat eine Zeitarbeitsfirma. Das heißt, ihr Job ist es, Frau Hofmann, auch Menschen in Arbeit zu bringen. Ganz anders gelagert, aber mit derselben Zielsetzung, wie es Frau Hannemann gemacht hat. Und Sie sagen, nein, Hartz IV ist ein voller Erfolg. Für wen? Ob ich jetzt sagen würde, es ist ein voller Erfolg, das bleibt dahingestellt. So habe ich Sie persönlich verstanden. Bin überrascht von der Diskussion, weil ich natürlich sage, wir haben also noch nie bessere Voraussetzungen als jetzt, Menschen in Arbeit zu bringen. Wir suchen auf der einen Seite händeringend Menschen, das heißt, wir sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Menschen in Arbeit zu bringen unter diesen guten Bedingungen, die wir jetzt haben. Unabhängig davon, dass ich natürlich auch der Meinung bin, dass ich sage, nach 15 Jahren kann man auch mein System überprüfen. Richtig. Und für Verbesserungen sorgen. Das ist eindeutig der Fall. Und da gibt es bestimmt eine ganze Menge Themen, die man da angreifen muss. Aber was ich mich frage und was mich wundert an der Diskussion und auch an den Beiträgen, die ich jetzt gelesen habe, dass man diese Diskussion jetzt in verschiedene Richtungen führt. Und dabei frage ich mich,
Aber vielleicht habe ich das ja auch falsch verstanden, dass im Koalitionsvertrag ja eigentlich ein paar Themen stehen. Und Richtig. Ich frage mich jetzt auch, warum gehen wir das, worauf scheinbar sich die Parteien geeinigt haben, in irgendeiner Form, warum gehen wir das jetzt nicht an? Das können wir morgen machen, bringt bestimmt einen guten Erfolg, bringt Lernwissen, bringt Erfahrungen. Wieso diskutieren wir jetzt hier unterschiedliche Themen und gehen das nicht an, was jetzt Not tut und was wir können? Weil nicht alle in der großen Koalition sind. Ach, okay. Naja, also ich würde ja mal sagen, die Leiharbeit kommt ja im Koalitionsvertrag super davon. Da steht ja nur ein Satz. Ja, wir werden die Arbeitnehmerüberlassung bis 2020 oder korrigieren Sie mich, Herr Heil, bis 2021 beobachten. Nicht alles durcheinander werfen. Ja? Nee, das steht da drin. Ach, ich habe ihn auseinandergerupft. Ich glaube nicht, das war der Punkt. Ich glaube nicht, dass wir das gemeint haben. Nein, da bin ich jetzt völlig davon. Auf die Leiharbeit. Nein, einen Moment. Lassen Sie mich bitte aussprechen. Lassen Sie Herrn Heil mal antworten. Ich war aber gerade am Sprechen. Ja, das stimmt. Aber Sie hatten Ihren Punkt gemacht mit der Leiharbeit. Ich würde gerne Herrn Heil noch mal dazu hören, was Frau Hofmann uns gesagt hat, dass Sie sich eigentlich wundern, warum wir überhaupt diskutieren bei einem Zustand, den Sie positiv bewertet. Wir haben aber andere Stimmen gehört, die das nicht so sehen. Ich bin Frau Hannemann sehr dankbar, weil wir haben eine ganze Menge an sehr konkreten Maßnahmen, die wir jetzt angehen werden und müssen. Und ich will mal 3, 4 nennen, um es mal praktischer zu machen und nicht so theoretisch zu diskutieren. Weil mich stört ein bisschen eine Debatte links und rechts von mir. Das ist die Debatte von vor 10, 15 Jahren. Und wir müssen eine nach vorne führen. Und wir müssen die Vergangenheit aufarbeiten. Nein, Sie als darf SPD ich mal ganz kurz aussprechen? Sie sind gleich wieder dran. Verloren. Darf ich ganz kurz mal sagen, ich will dafür sorgen, dass wir zum einen beispielsweise mithelfen, dass alleinerziehende Frauen, die arbeiten und nur aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder haben, im SGB II sind, da rauskommen. Und die Antwort ist die Erhöhung des Kinderzuschlages, den wir durchsetzen werden. Der bei Hartz IV wieder abgezogen wird. Das Zweite, was wir angehen werden, habe ich vorhin beschrieben. 4 Milliarden € für einen sozialen Arbeitsmarkt. Worum geht es dabei? Es geht um Lohnkostenzuschüsse. Tatsächlich absinkend, weil wir wollen die Leute in Arbeit bringen. Aber mit einer längerfristigen Perspektive von 5 Jahren. Das kann in der freien Wirtschaft sein, bei Wohlfahrtsverbänden oder bei Kommunen für sinnvolle Tätigkeiten. Weil Menschen, die länger arbeitslos sind, die haben nicht nur das Problem, keinen Job zu haben. Da kommt ganz oft eine ganze Menge dazu. Deshalb brauchen die Begleitung, Coaching und Unterstützung. Ich will die Menschen nicht aufgeben. Das ist mein Anspruch. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zu dem, was Sie vertreten. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft nach wie vor eine ist, die im Wesentlichen eine Arbeitsgesellschaft ist. Und die meisten Menschen, die meisten Langzeitarbeitslosen, die ich kenne, die wollen nicht irgendein Grundeinkommen. Die wollen in Arbeit und die brauchen Unterstützung und Hilfe dabei. Ich sage Ihnen das aus einer sehr persönlichen Erfahrung in meinem Wahlkreis. Ich kenne die Diskussion rauf und runter in Bürgersprechstunden über vieles. Und da ist vieles im System zu diskutieren. Beispielsweise die Tatsache, ob wir bei den Sanktionen so vorgehen müssen. Übrigens, Sanktionen sind 2%, um das mal klar zu machen von der Dimension. Das sind 2% der Fälle. Ich finde aber, dass man zum Beispiel... Wären Sie also dafür, das abzuschaffen, wenn ich das finde, dass wir das vernünftig überprüfen müssen. Das sind ganz oft auch sehr bürokratische Dinge, die was mit Meldepflichten zu tun haben. Wir haben unterschiedliche Sanktionen zwischen jungen Leuten und Älteren beispielsweise. Darüber kann man mit mir reden. Aber eins ist auch klar. Es gibt, mein Prinzip ist, dass wir zum Beispiel nicht die Kosten der Unterkunft, also für Wohnung und Ähnliches, heranziehen dafür. Aber mein Prinzip ist, dass wir faire Chancen schaffen und die anbieten. Aber dass es auch klare Regeln gibt, das gehört beides zusammen. Deshalb wird es immer auch Mitwirkungspflichten von langzeitarbeitslosen Menschen geben. Das ist doch gar keine Frage, dass wir beides brauchen. Was ich nicht mehr will, ist, dass diese Diskussion unsere Gesellschaft weiter verunsichert und spaltet. Da bin ich ganz bei Herrn Habeck. Aber dann und deshalb stelle ich mich dieser Diskussion ganz praktisch mit den Maßnahmen, die wir machen, um in der langfristigen Debatte über die Zukunft der Arbeit und die Zukunft sozialer Sicherungssysteme, die aber wir auch. Aber ich habe Frau Hofmann so verstanden, dass Sie die Debatte überhaupt ganz überflüssig findet und daran beteiligen Sie und Ihre Parteigenossen sich ja kräftig. Frau Will, ich sage Ihnen das nochmal. Das eine ist das, was wir jetzt angehen und das geht in die richtige Richtung. Nämlich? Das ist zum Beispiel der soziale Arbeitsmarkt, der Kinderzuschlag oder auch, dass wir dafür sorgen beispielsweise, dass wir die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen auch gerade in diesem Bereich verbessern, weil die unabhängig von ihrer Herkunft eine Chance auf gute Bildung brauchen. Das ist das, was wir mit dem Ganztagsanspruch machen. Gucken wir uns das mal an, Herr Heil, was damit gemeint ist mit dem sozialen Arbeitsmarkt. Gerne. Weil ehrlich gestanden, weiß nicht, ob Sie da schon bis ins jedes Detail sich alles überlegt haben. Aber im Moment fliegt viel durcheinander. Sozialer Arbeitsmarkt, solidarisches Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Man kommt komplett durcheinander. Deshalb gucken wir uns vielleicht eins nach dem anderen an und gucken auf den sozialen Arbeitsmarkt. Denn da muss man sagen, das ist immerhin so handfest bereits vorliegend in der Ausgestaltung dann mal gucken.
Sinn, dass es im Koalitionsvertrag verabredet ist. Gucken wir mal. Es geht um das Prinzip, besser Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. Hubertus Heil will Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit bringen mit insgesamt 4 Milliarden Euro. Die Idee, der Staat subventioniert Jobs in einem sozialen Arbeitsmarkt. So will Heil den Koalitionsvertrag umsetzen. Auch dort ist die Rede von Lohnkostenzuschüssen. Das schließt Arbeitgeber der freien Wirtschaft, gemeinnützige Einrichtungen und Kommunen ein. Wir stellen uns eine Beteiligung von bis zu 150.000 Menschen vor. Frau Hahnemann, aus Ihrer Erfahrung, Euro über die 4 Jahre der Legislaturperiode gestreckt, die eigentlich gar nicht mehr so lange dauert, aber egal, und 150.000 Menschen helfen soll. Ist das gut oder ist das? Das ist eine Wiederholung von Programmen, die wir bereits haben. Wir haben das Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, wo die Abrufquote bei rund knapp 30% liegt, aber nicht von Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern von Seiten der Arbeitgeber in der Regel. Wir haben Ähnliches mit 1-Euro-Jobs. Natürlich nicht zu dem, Herr Heil, korrigieren Sie mich bitte. Sie wollen ja zum Mindestlohn. Ja, 1-Euro-Job kommt ja nicht ganz an den Mindestlohn. Genau. Und wir haben natürlich diese ganzen Lohnkostenzuschüsse wie Förderung von Arbeitsverhältnissen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Diese Programme führen nicht, sage ich mal, in dauerhafte Arbeit. Sie führen so lange in diesem Programm, solange die Förderung besteht. Anschließend habe ich die Menschen wieder im Jobcenter stehen. Ja, dasselbe Prinzip haben wir bei Eingliederungszuschüssen. Gerade die Leiharbeit wird damit ja hoch subventioniert. Dann 50% sind 0 bis 3 Monate in der Leiharbeit, knapp 70% sind 0 bis 9 Monate in der Leiharbeit. Das sagt der aktuelle Bericht in der Zeitarbeit, die Entwicklung von der Bundesagentur für Arbeit. Ja, das bedeutet doch, ich zahle einen Lohnkostenzuschuss, ja, und wenn der ausläuft, ja, dann sage ich als Arbeitgeber, hey, ich habe den nächsten. Ja, und wir produzieren damit unseren eigenen Fachkräftemangel. Ja, und entfremden genau die Fachkräfte für solche Tätigkeiten. Herr Heil, antworten Sie drauf. Frau Hahnemann sagt uns also, das ist nichts Neues. Es gibt zig Erfahrungen in den letzten 20, 30 Jahren mit Arbeitsmarktpolitik und auch sehr schlechte mit falschen Maßnahmen. Deshalb ist das nicht zu verwechseln mit dem, was Anfang der 90er bei ABM gelaufen ist beispielsweise. Das wäre dann Herr Müllers Modell. Das ist ein anderes Modell und das ist nicht mein Modell, dieses ABM-Modell Anfang der 90er Jahre. Also Ihres ist nicht Müllers. Sie wollen nicht Müllers Modell. Mein Modell ist nicht das ABM-Modell. Wir kommen gleich noch zu diesem Stichwort. Ich will das kurz ausführen. Sondern es geht beim sozialen Arbeitsmarkt um ein Regelinstrument. Bisher haben wir recht kurzfristige Maßnahmen, 2 Jahre beispielsweise, auch übrigens erfolgreiche Beispiele für Eingliederung. Ich will, dass eine längerfristige Perspektive geschaffen wird, weil wir reden hier über Menschen, die viele Jahre arbeitslos sind, die unverschuldet, weil der Betrieb dicht gemacht hat beispielsweise, in einer Region gelebt haben, wo sie keinen Anschluss gefunden haben. Und das führt dazu, dass man meistens nach ein paar Jahren ein paar begleitende Probleme hat, neben der Tatsache, dass man keine Arbeit findet. Diese Menschen brauchen wieder eine Perspektive. Und deshalb geht es tatsächlich um Begleitung, um Unterstützung und einen Lohnkostenzuschuss, den wir einführen wollen, der auch abschmelzen soll, weil wir die wirklich eingliedern wollen in Arbeit, wo immer es geht, aber mit einer längerfristigen Perspektive. Was nicht geht, ist, langzeitarbeitslose Menschen durch kurzfristige Maßnahmen von Maßnahme zu schubsen. Und wo arbeiten die dann? Ich sage mal ein Beispiel aus dem gemeinnützigen Bereich. Ich habe in Brandenburg mitbekommen, dass immer mehr freiwillige Feuerwehren ein Problem haben, Nachwuchs zu finden und Kommunen nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel mal einen Zeugwart in einem Gerätehaus einzustellen. Oder ein Gemeindearbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern, das war heute im Bericht aus Berlin, der tatsächlich so eine Perspektive hatte, die jetzt aber nach 2 Jahren abbricht. Ja. Ich möchte, dass der eine längerfristige Perspektive hat, damit er wieder Anschluss findet. Und wir wollen Anreize geben, dass die Wirtschaft oder die Kommunen oder auch die Wohlfahrtsverbände, die solche Menschen tatsächlich dann eingliedern, die dann auch später übernehmen. Deshalb ist der Lohnkostenzuschuss abschmelzend und kein künstlich subventionierter Dauerarbeitsmarkt. Ist das eine gute Sache, Herr Habeck? Ich finde, gegen die Förderung von Langzeitarbeitslosen kann keiner was haben, wenn das ein Arbeitsmarkt ist, also kein solidarisches Grundeinkommen, was ein Etikettenschwindel ist in Wahrheit, ein staatlich aufgebauter Arbeitsmarkt ist, dann gucke ich mir das gerne an und folge dem da. Aber ich will auch noch mal sagen... Aber das Zeugwart-Beispiel genommen, was ist das denn dann? Wenn die Kommune als Arbeitgeber, die Kommune beschäftigt ja jede Menge Angestellte,
eine Unterstützung bekommt, einen Angestellten mehr zu beschäftigen, dann ist das ein regulärer Arbeitsmarkt, selbstverständlich. Wenn die Bundesagentur für Arbeit oder wer immer dann als Behörde das macht, eine Art freiwillige Feuerwehr-Zeugwartstellenmarkt schafft und das ist dann der isolierte Markt und da hat die Kommune nichts mehr drin zu suchen, dann gibt es einen parallelen Arbeitsmarkt und da werden die Leute nicht mehr rauskommen. Ich wollte trotzdem noch nur zu Protokoll geben, so viel man da richtig machen kann oder auch möglicherweise falsch, es ist nicht die Diskussion von Hartz IV, weil diese Leute voll im System drin hängen, vielleicht und hoffentlich für diese Menschen rausgehen. Aber, warum ist es nicht? Ja, weil die Diskussion ist eine weitere Möglichkeit, diese Menschen zu qualifizieren oder sie an den regulären Arbeitsmarkt da reinzuführen, dass sie dann hoffentlich auch da rauswachsen. Ja, die Hartz-IV-Diskussion ist im Kern die Frage, ist jeder seines Glückes Schmied? Also bist du persönlich dafür verantwortlich, dass du arbeitslos bist? So ist das System aufgebaut. Das ist dann Fördern und Fordern. Und Sie haben es ja eben gesagt, vor allem Alleinerziehende rutschen oder haben eine hohe Gefahr, da reinzurutschen. Nun wird man ja kaum sagen können, Alleinerziehende sind alle zu doof zum Arbeiten, nein, sondern es gibt ein systemisches Problem. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Und das ist die Hartz-IV-Diskussion. Also alle Langzeitarbeitslosen gerne qualifizieren, aber die Frage, die politische Frage, die auch alle wieder so packt, und das finde ich gut, weil da sich diese Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt mal manifestiert, ist die Frage, ist der individuelle Ansatz. Also du, ja, Gerhard Schröder hat gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Und diskreditierender kann man nicht über Menschen in schwierigen Lagen reden. Und das muss überwunden werden. Das ist aber nicht die 4 Milliarden für 150.000 Langzeitarbeitslose, sondern wir müssen weit, weit mehr machen. Habeck, mach ihm mal einen Vorschlag. Ich finde, dass wir zwei Sätze gemeinsam sagen können, damit da auch kein Missverständnis aufkommt. Niemand, der auf den Sozialstaat angewiesen ist, muss sich dafür schämen. Dafür gibt es den Sozialstaat. Und das ist eine Organisation, die dafür da ist, dass wir als Gesellschaft soziale Bürgerrechte haben, die Menschen auch in Anspruch nehmen können, die in Not sind. Das ist das eine. Das zweite ist, wir werden eine Gesellschaft bleiben, in der Anstrengung auch wichtig ist. Und ich will, dass diese Menschen nicht stigmatisiert werden, sondern dass sie eine Chance bekommen. Und es gibt diesen Zusammenhang. Denn der soziale Arbeitsmarkt, von dem ich gesprochen habe, ist nicht eine gemeinnützige Arbeitsgelegenheit zu 1-Euro-Jobs, sondern ist sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu einer längeren Perspektive, tatsächlich mit dem Ziel, Menschen raus aus dem System zu holen. Unser Ziel ist doch nicht, Menschen mit viel sozialem Transfer zu verwalten, sondern zu einem selbstbestimmten Leben zu führen. Das muss doch unser Ziel sein. Wenn man im unteren Lohnbereich Kinder bekommt, dann rutscht man in dieses System rein. Ich bin ganz bei Ihnen. Und die gehören doch da nicht rein, die haben nur Kinder bekommen. Und deswegen ist doch, man merkt doch sozusagen den Widerspruch des Systems. Ja, lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Ich mache mal zwei, drei praktische Vorschläge. Das gemeinsame Anpacken bedeutet dann im Klartext, dass die nicht dann auch noch Bedürftigkeitsnachweise erführen müssen, dass sie, weil sie jetzt Kinder haben, bestimmte Leistungen bekommen. Da muss man doch mehr von einer Garantie des Staates ausgehen. Ich bin gern bereit, diese Debatte zu führen. Ich mache es praktischer. Mit dem Kinderzuschlag holen wir tatsächlich Kinder und vor allen Dingen auch Eltern aus so einer Situation heraus. Das Zweite ist, dass wir... Der Kinderzuschlag, kurz mal aufgepasst, hat Frau Hannemann eben schon gesagt, wird dann mit den Hartz-IV-Leistungen verrechnet. Oder? Nein, sprich, dann hat jemand, der im Hartz-IV-Bezug ist, nichts davon. Wir reden ja hier im Regelfall von Menschen, die arbeiten, aber Geringverdiener sind. Und aufgrund der Tatsache, dass sie so gering verdienen oder das Arbeitszeitvolumen so niedrig ist, tatsächlich ergänzendes Arbeitslosengeld 2. Wenn Sie es beantragen, also einmal sich nackig machen und sagen, Mensch, Leute, es tut mir leid, ich arbeite Vollzeit, ich habe jetzt zwei Kinder bekommen und es reicht nicht und bitte helf mir, Staat. Und das alleine. Deshalb bin ich dafür, dass wir den Kinderzuschlag tatsächlich erweitern. Der ist eingeführt worden von Renate Schmidt. Ich habe kein Problem mehr, dass wir auch diese Debatte führen. Wir haben einen Vorschlag gemacht, zu sagen, das kann man gemeinsam mit dem Kindergeld auch auszahlen. In diesem Bereich, das sind richtige Debatten. Weil das Beispiel, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Da ist eine Frau, die ist geschieden möglicherweise, ich habe das selbst in der Familie in den 70er Jahren erlebt, muss zwei Jungs durchbringen. Meine Mutter war alleinerziehend in den 70er Jahren, in denen es noch nicht Kinderbetreuungssysteme wie heute gab. Die hatte Arbeit, aber ich weiß, was das damals für eine gesellschaftliche Stigmatisierung war. Deshalb liegt mir dieses Thema persönlich am Herzen. Und ich sage mal, mit dem Kinderzuschlag haben wir eine Chance, diese Frauen tatsächlich aus dem Bezug und aus dem System SGB II rauszuführen, weil der Kinderzuschlag die Tatsache ausgleicht, dass nur weil man Kinder hat, man nicht in diesem System bleiben muss. Ja, aber man ist ja in dem System drin und muss dann sagen, bitte, bitte innerhalb des Systems, helf mir da raus. Und ich meine, was vereinbart ist? Vereinbart ist, dass die Kinderzulage um 5 Euro angehoben wird, das Kindergeld um 25 und der Kinderfreibetrag, also alle, die noch mehr verdienen, wie wir wahrscheinlich. Sie vergessen aber was. Sie vergessen um noch mal mehr Euros. Das heißt, was vereinbart ist in der Großen Koalition, ist jetzt nicht, dass die Kinder alle gleich behandelt werden, sondern dass die Distanz zwischen Kindern von reichen Familien und ärmeren Familien immer größer ist.
eins, dass wir in diesem Bereich umdrehen, Herr Heil. Ja, aber, Sie haben eins unterschlagen oder Sie haben es noch nicht realisiert. Wir wollen auch kleine und mittlere Einkommen vor allen Dingen in diesem Segment entlasten. Die haben nämlich die Situation, dass sie sich bei Einkommenssteuern nicht entlasten können, weil sie in der Regel recht gering verdient sind. Und das heißt, wir müssen was bei den Sozialversicherungsbeiträgen tun. Das ist in der Koalition beschlossen. Damit tatsächlich die Menschen, die arbeiten an dieser Stelle, aber gering verdienen, nicht nur mit Mindestlohn, alles gut, sondern mit der Möglichkeit, dass sie mehr Geld in der Tasche haben, aus dem System rauskommen. Weil dieses ergänzende Arbeitslosengeld 2 für Menschen, die arbeiten, aber aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder haben, in diesem System sind, das ist systemwidrig. Die müssen da raus und genau das werden wir tun. Also jetzt noch mal zurück zum sozialen Arbeitsmarkt, dass wir das nicht liegen lassen. Dann wir kommen ein bisschen durcheinander, wenn wir alle möglichen Dinge besprechen. Schauen wir uns das noch mal an. Sozialer Arbeitsmarkt, das ist ja verabredet im Koalitionsvertrag, Herr Hank. Ist das eine gute Sache oder ist es, wie es Frau Hannemann gesagt hat, eigentlich dasselbe, was wir schon immer hatten und was nicht gut gegangen ist? Ganz bei Frau Hannemann, ich finde es keine gute Sache. Allerdings ist unklar, Herr Heil hat uns immer noch nicht klar gesagt, was er darunter versteht. Es gibt 2 Möglichkeiten, die kann man abstufen. Man kann sagen, wir kommen zurück auf das alte ABM-System. Da sagen Sie, das wollen Sie nicht. Dann sagen Sie aber gleichzeitig, es geht um gemeinnützige Tätigkeiten. Ja, das ist der klassische dritte Sektor, das ist die Illusion der 90er Jahre, die wirklich krachend gescheitert ist, sagt die Bundesanstalt für Arbeit. In der jetzigen Situation einer nahezu Vollbeschäftigung muss es doch das Ziel sein, alle Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Ihre Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, sind der Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Sie wollen einen neuen Sektor schaffen. Das kann nicht der Erfolg sein, sondern das ist Vorgaugelung falscher Tatsachen. Das sind Potjemkinsche Dörfer, die Sie bauen. Und es wäre gar nicht nötig in der jetzigen Situation. Ja, lassen wir eins noch sagen. Die Langzeitarbeitslosen, über die wir jetzt reden, auch die sind die Zahl halbiert. Mhm. Es ist gar nicht so, dass sich nicht da auch was angesichts der Arbeitsmarktsituation getan hat. Und jetzt reden wir über Menschen, die tatsächlich aus Schicksalsgründen schwer haben, in einen normalen Arbeitsmarkt zu kommen. Aber wann, wenn nicht jetzt, würden wir das schaffen, wo die Unternehmen selbst daran interessiert sind, weil sie sprichwörtlich händeringend Arbeitskräfte suchen. Warum klappt das nicht, Herr Hank? Das ist ja ein interessantes Missverhältnis. Wir haben, habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, 845.000 Langzeitarbeitslose. Es gibt 1,2 Millionen offene Stellen. Warum passen diese nicht zusammen? Frau Hoffmann, das wäre Ihr Job. Warum kriegen Sie es nicht hin? Dieses Matching wird so nicht ad hoc funktionieren. Weil da braucht man natürlich entsprechende Unterstützung. Weil das sind unterschiedliche Berufsgruppen, die gefragt werden. Und ich wollte auch die Debatte Das habe ich nicht verstanden, Frau Hofmann. Sind das Menschen, die Sie in Ihr Leiharbeitsunternehmen nicht aufnehmen könnten, weil Sie die nicht weiterverleihen können? Oder was ist da los? Ja, ich denke, es sind Menschen, die sehr lange arbeitslos sind. Das sind Menschen, gerade wenn ich glaube, wenn man von diesen 150.000 spricht oder bis zu 150.000. Jetzt sind Sie wieder beim Koalitionsvertrag. Ja, das ist eigentlich mein Thema. Das sind die 150.000, die vermutlich länger als 5 Jahre schon in der Langzeitarbeitslosigkeit sind. Also meine ursprüngliche Idee war auch irgendwann mal, dass man genau die besonders fördert. Das sind Menschen, die sehr lange keine Arbeit haben. Ja, und man ist schon ganz schnell, wird man als langzeitarbeitslos bezeichnet. Helfen Sie mir, nach einem Jahr. Jahr schon. Aber, ein Wahnsinn. Aber wie gesagt, noch mal hingeguckt, 845.000. Ja. Warum kriegen Sie die nicht in die 1,2 Millionen offenen Beschäftigungsverhältnisse vermittelt? Woran hakt es da? Weil die Profile nicht zueinander passen, weil hier in den Einzelfällen Unterstützungen notwendig sind. Und da würde ich jetzt auch wieder dieses Thema aufgreifen. Was für Unterstützung? Dass man, Geld oder was? Sowohl als auch. Und ich glaube, dass man mehr dahin gehen muss, die Menschen individuell zu unterstützen und dass man von dieser pauschalen Administration weggeht, sondern dass man sagt, also ich versuche es immer so zu sagen, dass man sagt, es sollte jeder, einen Rucksack schleppt jeder in irgendeiner Form mit sich rum, aber man sollte vielleicht auch einen positiven Rucksack mit sich herumschleppen, nämlich wo man weiß, was braucht diese
dieser Mensch, was braucht er für besondere Fördermöglichkeiten und wie kann man ihn unterstützen und wie kann ich auch mit Arbeitgebern sprechen, dass sie ihn integrieren. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass man sagt, dass man jetzt in längeren Projekten arbeitet. Sie haben jetzt das Thema Zeitarbeit. Gehen Sie davon aus, dass ich nicht immer das Thema Zeitarbeit im Vordergrund habe, weil wir bei den Förderungen leider nicht so bedacht werden, wie es vielleicht andere Unternehmen werden, sondern sehr genau vorgeben müssen, was die Förderung in einem Zeitarbeitsunternehmen ausmacht. Aber die anderen Unternehmen könnten das viel besser, was an Fördermöglichkeiten notwendig ist. Und das kann über Jahre hinweg gehen. Und jetzt laufen wir natürlich wieder Gefahr. Und ich kenne jetzt schon die Debatte, die dann wieder kommen wird, die da heißt, und dann gibt es diesen Mitnahmeeffekt. Natürlich wird es den auch wahrscheinlich geben. Aber ich stelle mir vor... Sprich, Unternehmen streichen die Fördermittel ein und setzen den Menschen, der da eben noch gearbeitet hat, wieder frei. Kann man davon ausgehen? Aber ich denke mir, wir sollten doch an die Menschen denken, die betroffen sind. Und ich stelle mir vor, wenn jemand zwei, drei Jahre in einem Unternehmen ist, dann entwickelt er ja auch wieder ein Gefühl für die Arbeit. Er hat Kollegen, er ist vor Ort, er ist in einem realen Job, er ist nicht in einer virtuellen Welt, wie wir es schon vor vielen Jahren mal mit dem ABMs hatten, sondern er wird gebraucht, er muss eine gewisse Disziplin und Eigenverantwortung an den Tag legen, ansonsten wird scheitern. Das ist auch klar und ich glaube, das können wir auch verlangen. Für Menschen, die in den Arbeitsmarkt hineingehen, können wir auch verlangen, dass man eine Eigenverantwortung hat und dass man nicht die Verantwortung immer auf andere abdelegiert, sondern ich weiß, ich muss eben da pünktlich sein, ich habe diesen Termin, den muss ich einhalten. Und da würde ich auch gleich das Thema Sanktionen ansprechen wollen. Wir können doch auch Finden Sie das gut, dass es das gibt? Also ich würde wahrscheinlich das umdrehen, ich würde eher positiv unterstützen. Und würde eine Sanktion kommt bei den Betroffenen selten positiv an. Nein, ich würde einen anderen Weg wählen. Okay. Ich würde sagen, das ist die Voraussetzung für die Menschen, die sich einfach hier sehr bemühen, würde ich eigentlich eher was obendrauf setzen. Verstehen? Ich bin kein Freund von Bestrafungen. Ja. Nur eins muss doch auch klar sein, wenn ich einen Termin vereinbare, muss ich im Arbeitsleben doch auch erwarten, dass der Termin eingehalten wird und dass ich auch mit jemandem darüber sprechen darf, dass es so nicht geht. Jetzt noch mal auf die Gesamtsituation im Moment geguckt. Das ist ja eine spezielle, muss man sagen. Eine, die 15 Jahre nach Einführung der Hartz-Reformen vollständig anders sich darstellt als zum Zeitpunkt, als sie eingeführt wurde. Ist es jetzt höchste Zeit, und diskutieren wir deshalb darüber, dieses System wirklich neu zu denken und ganz anders aufzusetzen, eben auch, das hatte Frau Hannemann gleich am Anfang gesagt, ohne den ganzen Druck, ohne die Stigmatisierung, wenn man doch eigentlich eingesteht, muss. Man ist jetzt an einer Art Grenze angekommen bei der Vermittelbarkeit von Menschen in die ja nicht ohne Grund offenen Stellen. Also ich glaube, dass wir das System nach vorne entwickeln müssen, auch weil die Lage sich verändert hat und sich weiter verändern wird am Arbeitsmarkt. Zeit bleibt ja nicht stehen. Und deshalb will ich an das anknüpfen. Ich mache das noch mal an dem praktischen Beispiel dieses sozialen Arbeitsmarktes. Mhm. Wenn das, um auch einen Hang zu beantworten, vielleicht auch zu beruhigen, das Instrument ist tatsächlich ausgerichtet nicht nur auf gemeinnützige Tätigkeiten, sondern auf die freie Wirtschaft, auch auf karikative Organisationen, auch auf Kommunen. Und das Ziel ist bei Menschen, die lange draußen sind, die sowas wie einen produktiven Lohnkostenzuschuss brauchen und begleitende Hilfen, weil sie haben meistens noch ein paar andere Probleme, nach ein paar Jahren draußen zu sein. Tag zu strukturieren oder zum Beispiel eine Überschuldungssituation zu haben. Wir brauchen passgenau eine Antwort darauf, dass die Menschen unterstützt werden. Und übrigens, ich will die Unternehmen, die diese Lohnkostenzuschüsse dann in Anspruch nehmen, auch nicht aus der Verantwortung lassen, für Qualifizierung zu sorgen. Denn die brauchen Fachkräfte an dieser Stelle. Und die müssen Menschen, die am Anfang noch nicht so fit sind, weil man ein paar Jahre draußen sind, wieder auch eine Chance geben können. Wir wollen Anreiz dazu geben. Damit das nicht verfestigt sozusagen als öffentlicher Dauersektor ist, ist das Ganze über eine längerfristige Perspektive auf sozialversicherungspflichtige Arbeit ausgelegt, nicht auf eine kurzatmige Maßnahme. Aber ich stelle mir vor, dass wir den Lohnkostenzuschuss tatsächlich absinken lassen. Denn das Ziel muss, wo immer es realistisch ist, es wird auch Leute geben, wo es nicht realistisch ist, dafür zu sorgen, dass die Leute, die was können, auch die Chance haben, sich zu beweisen. Es geht um Selbstwertgefühl, es geht um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, es geht darum, sein Einkommen
aus eigener Arbeit verdienen zu können. Das ist für mich eine Frage der Würde. Und diese Gesellschaft darf verdammt noch mal kein gestörtes Verhältnis zu ordentlicher Erwerbsarbeit bekommen. Aber noch mal gefragt, Herr Heil, was ist Ihr Ziel? Ihr Ziel ist, diese Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Ja, aber in einer längerfristigen Perspektive. Das wird nicht in der kurzen Maßnahme sein. Die Probleme gab es ja in der Vergangenheit auch. Dass Menschen in Qualifizierungsmaßnahmen gesteckt wurden, kurzzeitig wieder draußen waren. Dann war eine Phase von Arbeitslosigkeit, nächste Maßnahme. Das ist für viele Leute ziemlich frustrierend gewesen. Und zwar auf beiden Seiten. In Jobcentern, wo übrigens viele Leute eine gute Arbeit machen, das muss man auch mal sagen, aus den ganzen Jahren. Ich will mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da tatsächlich auch in Schutz nehmen vor dieser Form auch von Stigmatisierung. Die machen einen harten Job mit Menschen, die es ganz schwer haben. Frau Hannemann weiß das. Und die brauchen eine längerfristige Perspektive, auch in den Maßnahmen. Die Praktiker vor Ort, bei mir in der Kommune, die sagen, ich würde denen gerne eine längerfristige Chance geben. In der freien Wirtschaft, auch im öffentlichen Bereich. Wie gesagt, mit dem Ziel, wo immer es geht, Menschen auch wieder in Arbeit zu bringen, möglichst in reguläre Beschäftigung dauerhaft. Kann das klappen, Herr Hank? Ich glaube, es wird nicht klappen. Im Gegenteil, die Erfahrungen, man muss in die Geschichte gucken, wenn man fragt, ob es klappt oder nicht. Die Erfahrungen, es über die Gemeinnützigkeit oder einen kommunal dritten Sektor zu machen, waren das Gegenteil. Dann ist der Anreiz eben gerade, ich höre gut zu, der Anreiz gerade schwächer, dann in den ersten Markt Arbeit überzuwechseln, weil man dort ja mehr oder weniger zufrieden oder unzufrieden ist. Also sie nehmen Anreize in der jetzigen Zeit zurück und erschweren den Übergang. Lassen Sie mich eine Grundsatzfrage doch nochmal. Hätten Sie denn eine bessere Idee, Herr Hank? Ja, ich hätte auch eine bessere Idee. Aber einen Satz würde ich doch gerne noch sagen für die Grundlage unserer Debatte. Wir tun so, als sei Hartz IV gescheitert und sehen nicht, dass es gerade im letzten Jahr besonders sich unter Beweis gestellt hat. Denn die Frage, warum sind die Hartz-IV-Empfänger wieder hochgegangen, sie sind ständig zurückgegangen, liegt daran, dass wir Flüchtlinge in diesem Land integrieren. Ich dachte, das wollten wir. Und daraus jetzt eine Verelendungsdebatte zu machen, verwirrt mich in den letzten Wochen wirklich immer stärker. Naja, Armutsdebatte. Wenn man auf die Langzeitarbeitslosen guckt, dann sind da nicht zwingend Flüchtlinge mitgezählt. Ja, aber sie werden da natürlich auch reinbekommen. Und auch das ist unter der Überschrift, wir schaffen das doch wohl jedenfalls von Ihrer Partei. Nur zu wünschen, Herr Heil, und nicht als Scheitern von Hartz IV. Gerade in der Flüchtlingskrise zeigt sich, dass Hartz IV funktioniert und nicht gescheitert ist. Da geht das ein bisschen was ist der Sozialstaat, der hier funktioniert. Herr Hank, wir haben eine Situation, dass tatsächlich jetzt viele, die jetzt im Asylbewerberleistungsgesetz sind, Stück für Stück ins SGB II, also in die Grundsicherung, wechseln werden. Was statistische Effekte mit sich bringt, die dazu führen werden, dass das mehr werden. Das muss man wissen. Die Antwort in diesem Bereich ist dafür zu sorgen, dass wir Sprachkenntnisse möglichst früh vermitteln, dass wir auch Ausbildung anbieten, für die, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Wir die Langzeitarbeitslosen anwachsen lassen. Das wird in der Statistik so sein. Und da gibt es Dinge, die wir machen können und sollten. Zum Beispiel haben wir jetzt bei der Ausbildung was verändert. Was Duldungsperspektiven betrifft, das wird leider in Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Da bin ich der Meinung, muss man ein Stück liberaler rangehen, weil kein Unternehmer jemanden ausbildet, der danach gleich wieder nach Hause geschickt wird. Das sind vernünftige Ansätze, die wir da in die Richtung bringen. Aber lassen Sie mich zurückkommen zu der Frage, was gemeint ist. Ich will nicht dafür sorgen, dass wir jetzt auf einmal ein System umkippen, sondern ich will zwei Dinge tun. Ich will das tun, was wir jetzt praktisch im Koalitionsvertrag vereinbart haben, zum sozialen Arbeitsmarkt, zu anderen Maßnahmen. Und ich will, dass wir eine Zukunftsdebatte darüber führen, wie wir die Zukunft der Arbeit sehen und was auch notwendig ist, um im Erwerbsverlauf, denn da wird eine Ausbildung langfristig nicht mehr tragen, das Thema Qualifizierung, Weiterbildung zu bringen. Mein Traum ist, dass irgendwann wir nicht mehr eine Arbeitslosenversicherung haben, sondern eine Arbeitsversicherung. Die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen ist wichtig. Und da muss die Wirtschaft, auch die Gewerkschaften und der Staat an den Tisch. Und genau diese Debatte werde ich führen. Ich finde es auch richtig, dass man nach 15 Jahren ein Gesamtsystem mal in die Werkstatt schiebt, aufbockt und sich anguckt, wo es hakt. Und es hakt in vielen Bereichen. Das Gesetz ist insgesamt 50 Mal verändert worden seit 2003. Da gibt es auch Ungereimtheiten. Und ich finde, die müssen wir dann, wenn es bürokratisch wird oder gängelnd wird für Menschen, einfach mal praktisch abstellen. Und dann, wie gesagt, eine längerfristige Debatte zu machen. Also das Konkrete jetzt, das gehen wir an, mit dem Ziel, diesen verfestigten Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit aufzubrechen. Es ist ein Irrtum zu glauben, wenn die Wirtschaft gut läuft, dass sich das automatisch ergibt. Die Menschen brauchen begleitende Unterstützung, eine längerfristige Perspektive und eine Zukunftsdebatte, weil wir reden jetzt über die Jahre der 20er Jahre, 25, 30. Und ich bin Zukunftsoptimist, Herr Hank, ich bin nicht pessimistisch. Haben Sie schon gesagt, dieser Gesellschaft wird die Arbeit nicht ausgehen, aber wir müssen in dem Strukturwandel, der jetzt stattfindet, der Digitalisierung, dafür sorgen, dass die Leute den Anschluss an diese Entwicklung nicht verlieren. Sehen nicht alle wie Sie, nicht mal die Mitglieder Ihrer eigenen
eigenen Partei. Wir haben ihn eben schon angesprochen, den regierenden Bürgermeister von Berlin, der genau sagt, es gab so viele Reformen. Wir müssen uns jetzt an dem Punkt mal ehrlich machen. Letztlich ist das auserzählt mit der Frage, wie oft und wie weit ist Hartz IV, das System, noch reformierbar, und macht deshalb einen anderen Vorschlag, über den wir ja auch noch mal diskutieren können, denn man da kann man leicht durcheinander geraten und denken, das ist auch irgendwie der soziale Arbeitsmarkt, aber das ist offensichtlich was anderes. Hartz IV? Im besten Fall abschaffen, fordert Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Es gibt einfach auch 15 Jahre nach der Agenda-Politik keine gesellschaftliche Akzeptanz. Die Hartz-Gesetzgebung wird als unsozial wahrgenommen. Müllers Idee, ein solidarisches Grundeinkommen und ein neues Recht auf Arbeit für bis zu 150.000 von gegenwärtig rund 845.000 Langzeitarbeitslosen. Diese sollen gemeinnützige Jobs vom Staat bekommen, etwa das Säubern von Parks oder mithelfen in der Kinderbetreuung. Das Modell soll aus Steuermitteln finanziert werden. Bezahlt wird der Mindestlohn. Ein langzeitarbeitsloser Single würde monatlich auf rund 1.500 Euro brutto kommen. Wer keine Tätigkeit ausüben kann oder will, der sollte, Zitat Müller, im bisherigen Arbeitslosenhilfesystem bleiben können. Was ist daran falsch, Herr Habeck? Der Titel als allererstes, das ist weder ein Grundeinkommen, nach welcher Definition auch immer, und solidarisch in dem Sinne, dass es vielleicht sonst einen unsolidarischen Arbeitsmarkt gibt, aber im Grunde ist das auch ein Etikettenschwindel an der Stelle. Das gilt aber auch für den sozialen Arbeitsmarkt, das suggeriert, als sei der andere unsozial. Ja, das ist einfach ein falscher Gegensatz. Also es ist sehr genial gelabelt. Ich weiß nicht, wenn Müller Werbetexter werden wollte, damit hätte er sein Meisterstück geschafft. Aber das ist ja durchschaubar, wie Sie sagen. Es ist nichts Neues, es ist kein Grundeinkommen. Und über Solidarität würden Sie ja sagen, der gesamte restliche Arbeitsmarkt ist unsolidarisch. Also das passt alles hinten und vorne nicht. Das Problem, es gibt zwei technische Probleme oder zwei politische Probleme. Erstens befreit er die Menschen damit nicht aus Hartz IV, weil selbst das Modell, wenn es so käme, bei den Mindestlöhnen, die bezahlt werden, und den Abrechnungen von Wohnkosten und so weiter, beispielsweise in Berlin, die Menschen immer noch als Aufstocker im Hartz-IV-System lassen würde. Also nichts würde sich dadurch ändern für die Leute. Und ja, das ist sozusagen nicht ein Rausholen aus Hartz IV, sondern, und das ist sozusagen das Teil des Problems, dass man sieht, selbst wenn man vollerwerbstätig ist und Mindestlohn bekommt, hat man trotzdem Rechte als Aufstocker. So miserabel sind die Lohnverhältnisse in Deutschland teilweise. Und das zweite System, der Systemfehler, der wurde schon angesprochen, nur dass es dabei noch krasser ist als bei den Nachfragen bei Herrn Heil. Er schafft damit einen Arbeitsmarkt im Ehrenamt. Damit wird er jede ehrenamtliche Tätigkeit ruinieren. Denn warum sollte ich meiner Nachbarin noch beim Einkauf helfen, wenn ich weiß, es gibt jemanden, der kriegt dafür 1.500 Euro, wenn er einkaufen soll? Das ist häufig genug erforscht. Entsolidarisiert. Das entsolidarisiert tatsächlich. Und er würde wahrscheinlich eine Konkurrenz zu bestehenden Arbeitsverhältnissen schaffen, sodass es dann quasi einen staatlich geförderten Insolvenzbetrieb für andere gibt. Und das ist, glaube ich, weder von hinten noch vorne richtig bedacht. Also es verdrängt auch eventuelle Arbeit. Es verdrängt reguläre Arbeit, es zerstört das Ehrenamt, es ist auch kein Grundeinkommen. Es ist eigentlich, glaube ich, das ist tatsächlich vielleicht Traumabewältigung der SPD, aber auch nicht mehr. Ja, das ist mir egal. Warum passiert das in Ihrer Partei, Herr Heil, dass ein regierender Bürgermeister einen derart unsinnigen Vorschlag macht, wie Herr Habeck findet? Also erstmal finde ich, dass es vollkommen in Ordnung ist, Vorschläge zu machen. Das finde ich auch. Herr Habeck, ja. Klar. Ja, es ist vollkommen in Ordnung, auch eine Debatte zu führen. Aber es ist ein schlechter Vorschlag. Nein, erstens finde ich, dass wir diese Debatten führen sollten. Und ich finde viele Einwände, die Sie genannt haben, berechtigt. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht Aufgabe des Staates ist, das Ehrenamt zu verstaatlichen. Dafür, dass wir ehrenamtlich unterstützen, bei Übungsleiterpauschalen, Entbürokratisierung. Aber wir werden nicht das Ehrenamt verstaatlichen. Das ist eine berechtigte Frage. Und trotzdem gibt es ein aber paar. Aber ist Ihr Zeugwartbeispiel eigentlich ein anderes? Nein, das wird gelegentlich auch ehrenamtlich gemacht. Wenn wir über einen Zeugwart reden, dann meine ich jemanden, der in diesem Fall in der einer freiwilligen Feuerwehr nicht derjenige ist, der freiwillige Feuerwehr ist, sondern der die freiwillige Feuerwehr unterstützt als kommunaler Mitarbeiter. Das ist was anderes. Da geht es um einen Job, um eine Arbeitsstelle, um sozialversicherungspflichtige Arbeit, nicht um das Ehrenamt. Es kann aber manchmal Arbeit geben, die Ehrenamt unterstützt. Das gibt es auch im Leben und das ist auch vernünftig so. Also, ich will noch mal sagen, ich finde den Debattenbeitrag richtig. Ich werde mir nicht eins zu eins alles zu eigen machen. Aber ich werde mir zum Beispiel die Vorschläge von Herrn Habeck genauso angucken wie die von Herrn Müller. Herr Müller sagt, es gibt diesen, wir brauchen diesen zusätzlichen
früher hieß der mal, oder glaube ich immer noch in der Linkspartei, öffentlichen Beschäftigungssektor. Mhm. Das ist also was anderes als das, was im Moment als erster Arbeitsmarkt firmiert. Ja. Liegt darin nicht, dass das Eingeständnis, denn Herr Müller macht das ja auch nicht einfach so, sondern er erkennt an, ich kriege ansonsten Menschen vermutlich nicht in Arbeit. Ich glaube, dass der Vorschlag, den ich gemacht habe, über die Überschriften können wir immer streiten, Herr Habeck. Wir können das Teilhabe am Arbeitsmarkt nennen, ich nenne es sozialen Arbeitsmarkt. Dieses Instrument, was ich vorgeschrieben habe, ein ganz praktischer Ansatz ist. Die Perspektivdebatten will ich gleichwohl führen. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Sie wollen Menschen für den ersten Arbeitsmarkt im ersten Arbeitsmarkt qualifizieren, oder? Wo immer es geht, ja. Hat er nie eindeutig gesagt bislang. Aber das habe ich jetzt wohlwollend unterstellt. Das haben Sie es halt nicht verstanden. Ein staatlicher Arbeitsmarkt. So kompliziert ist es nicht, Herr Heil. So kompliziert ist es nicht. Jetzt ist es aber angekommen bei Ihnen. Das muss ein, wenn wir den schönen Begriff nehmen, es muss einen solidarischen Arbeitsmarkt geben. Nicht einen unsolidarischen und einen staatlichen und einen solidarischen. Das ist doch Unsinn. Es muss einen solidarischen Arbeitsmarkt geben, wo den Menschen helfen, dann regulieren. Aber die Hilfe ist nicht eine kurzartige Maßnahme, sondern eine längerfristige Perspektive in Sozialversicherung. Ob das jetzt ein Projekt ist oder ob das eine systemische Umstellung ist. Es ist ein Regelinstrument, was wir in das SGB II reinschreiben werden. Denn die Modellversuche, die gibt es alle schon. Allerdings zu kurzartig. Ich werde das zu einem Regelinstrument machen. Ich werde bis Sommer den Gesetzentwurf vorlegen. Es stehen 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir sind mit der Bundesagentur, auch den Sozialpartnern im Gespräch, wie wir das vernünftig umsetzen. Das ist praktische Politik für Lebensperspektive für Menschen und keine abgehobene. Also ich glaube, wir sollten doch mal ein Rechenbeispiel machen. Sie sprechen von 150.000. Herr Müller spricht plötzlich von allen. Dann, auch von 150.000, wenn Sie den Beitrag hören. Ich hörte auch schon, dass es plötzlich für alle gelten soll. Was Sie so an Stimmen hören, ist interessant. Das sind keine Stimmen, das ist schriftlich. Ja, so weit bin ich noch nicht. Also Sie sprechen von 150.000. Sie wollen die kurzen Maßnahmen nicht, die ja aber schon längst ja für dieses Jahr festgelegt sind und bereits auch natürlich eingekauft sind und damit das Steuergeld, viel unnütze Steuergeld in Milliardenhöhe verprasst werden, für, wie Sie selbst sagten, ja nichts bringt. Dann, und trotzdem haben wir immer noch die Zahl von 845.000 Langzeiterwerbslosen, wobei die Dunkelziffer ja noch höher ist. Die Langzeiterwerbslosigkeit wird ja unterbrochen, wenn ich zum Beispiel 6 Wochen in einer Parkmaßnahme mich befinde. Dann bin ich ja schon nicht mehr langzeiterwerbslos. Ja? Also ist aber ein anderes Thema. Mhm. Ja. Also wir haben 4 Millionen von 845.000, Sie sprechen von 150.000, dann komme ich mal auf rund 700.000 Langzeiterwerbslose. Ja, und der Rest? Ja, wir haben ja noch die, die wir gar nicht unterkriegen. Also, ja, also das müssen wir auch noch bedenken. Menschen, die chronisch erkrankt sind. Aber nicht alles durcheinander werfen. Wir haben doch nur einen Arbeitsmarkt. Ja, aber Sie können doch nicht ernsthaft dagegen sein. Das habe ich doch eben klargestellt an dieser Stelle. Es geht um eine Brücke in ein reguläres Arbeitsverhältnis. Das können Sie sich so vorstellen. Und Ihr Argument ist, wir haben 850.000, deshalb helfen wir jetzt 150.000 nicht. Ich finde, wir fangen jetzt mal an, diesen Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit aufzubohren und führen keine theoretischen Debatten, wie Sie das tun. Ich will, dass wir den Menschen praktisch helfen und nicht in 10 Jahren noch dieselbe Debatte führen, die dieses Land spaltet, die Menschen verunsichert, die Leute gegeneinander ausspielt. Es geht tatsächlich darum, den Menschen eine Chance auf selbstbestimmtes Leben zu geben. Und darauf werde ich mich konzentrieren, darauf können Sie sich auch verlassen. 150.000 sind nicht wenig, das ist eine große Aufgabe. Und die Leute brauchen begleitende Hilfen, eine längerfristige Perspektive. Aber dadurch, dass wir ein Regelinstrument daraus machen in dieser Legislaturperiode, übrigens brauchen wir auch noch andere Maßnahmen für andere Menschen. Aber wir brauchen das als Regelinstrument und 4 Milliarden sind der Anfang für 150.000. Es wird ein Regelinstrument, das kann man dann auch weiter fortsetzen. Und ich sage Ihnen, es wird Erfolg haben, wenn nicht alle Erfolg haben. Das kann niemand garantieren. Aber wenn wir ein paar 10.000 oder vielleicht 100.000 rausholen aus der Langzeitarbeitslosigkeit, dann sind das 100.000 Familien, die davon profitieren. Und das ist praktische Politik. Herr Hank, Sie haben ebenso selbstbewusst gesagt, ich habe eine bessere Idee. Ja, genau. Ich wollte auch darauf zurückkommen. Dann bitte. Wenn Sie schon 4 Milliarden Euro in die Hand nehmen, öffentliches Steuergeld, könnten Sie nicht vielleicht auch noch was anderes tun? Nämlich die sogenannte Transferentzugsrate, hört sich ein bisschen komplex an, sagt gleich, was sich dahinter verbirgt. Nämlich die Tatsache, dass zu den öffentlichen Geldern, die ich bekomme als Hartz-IV-Empfänger, sich etwas hinzuverdienen, ab 100 Euro drüber sich nicht mehr lohnt. Das heißt, Sie im Moment im System, Herr Habeck hat es am Anfang auch angesprochen, eine Schwelle drin haben, die wirklich den Menschen den Anreiz, ein
negativen Anreiz gibt zu arbeiten, da wird auf der Stelle werden Ihnen 90-80% abgezogen. Wenn Sie das kostet Geld. Aber wenn Sie schon, Sie haben viel Geld im Moment, die Haushalte sind wirklich voll. Wenn Sie schon Geld in die Hand nehmen wollen, hielte ich das für die bessere Alternative oder meinetwegen eine Kombination zwischen Lohnkostenzuschlägen, wo Sie aber fordern, würde ich sagen, in der jetzigen Situation, dass der Arbeitgeber die Hälfte mindestens selber bezahlt, um die Mitnahmeeffekte zu verhindern. Also 50% bekommt er, dann kann es degressiv abgeschmolzen werden. Und zugleich soll der Anreiz, sich was hinzuzuverdienen, deutlich, also mindestens die Hälfte, würde ich sagen, wäre die humane und auch anreizkompatible Form, mindestens die Hälfte, da soll man behalten können. Das ist die Möglichkeit, sanft in den dann wirklich aus privaten Mitteln finanzierten Arbeitsmarkt überzurutschen. Ich will da gerne was zu sagen. Es ist nicht ganz mein Modell, was Sie beschrieben haben, aber es geht in die Richtung. Aber es ist zumindest eine Alternative. Ja, wir diskutieren, das ist jetzt ein bisschen technisch. Aber nee, ganz einfach die Frage. Können die Zuverdienstmöglichkeiten nicht erhöht werden? Das Modell, was mir vorschwebt, hat den schönen Namen Aktiv-Passiv-Transfer. Das heißt, es geht Namen ist jetzt kein so ein schöner Name. Ja, aber für die Leute, die sich auskennen, Herr Habeck, ist es ein Begriff. Ja, genau. Passiv-Aktiv. Ja, aber lassen. Aber darf ich es Ihnen sagen, wenn es nicht nur um den Show-Effekt geht, Herr Habeck? Nein, ich will es Ihnen nur sagen. Ich werden die immer solidarisch und transfer und passiv. Ich will Ihre Kommunikation stellen. Sollen die Leute was dazu verdienen? Ich will Ihnen das kurz erklären, Herr Habeck, damit es nicht nur um die Überschrift geht. Aber einfach die Frage kann man ja mit Ja oder Nein beantworten. Sollte man nicht die Zuverdienstmöglichkeiten erhöhen, wie Herr Hang vorgeschlagen hat, ist das nicht die viel einfache Variante, um zu sagen, Kiekmann, die haben ja selber einen Job gefunden und die bestrafen wir jetzt nicht dafür, dass sie den ausführen. Also, dass wir da eine Grenze bei den Zuverdienstmöglichkeiten haben, ist richtig, weil ich auch nicht will, dass wir ein System bekommen, wo Arbeitgeber sagen, was gibst du mir Staat, damit ich jemanden einstelle. Genau. Was wir sagen ist, es ist aber richtig, dass wir sozialen Transfer, also in diesem Fall Geld einsetzen, dass Menschen als Transfer bekommen, dass sie mitnehmen können, auch in Arbeitsverhältnis, um das mal zu übersetzen. Genau das wird auch... Ich habe nicht verstanden, ob Sie jetzt meine Frage schon beantwortet haben. Ja, ich habe es gerade versucht. Ja oder nein? Nein. So nicht? Nein war die Antwort. Zuverdienstmöglichkeiten nicht erhöhen. Okay. Die andere Antwort, eben noch mal nachgehakt, Sanktionen streichen Sie auch nicht. Ich will mir die alle angucken. Ich habe es vorhin gesagt, es gibt ein paar, die halte ich für schwierig und unsinnig, dass sie junge Leute anders behandeln als ältere, finde ich nicht in Ordnung an dieser Stelle. Es gibt auch ein paar, die tatsächlich viel Bürokratie machen, aber es wird immer mitwirken. Alle machen Bürokratie und jede Kürzung eines Existenzminimums ist eine weitere Kürzung des Existenzminimums. Sie träumen auch davon, dass die Leute 3.000 Euro bekommen, finde ich. Aber wenn ich ein Existenzminimum habe, kann ich rein denken. Brutal ist es schon beim Existenzminimum. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin dafür, dass wir nicht die Kosten der Unterkunft, also Wohnung und Ähnliches nehmen. Aber Sie werden, das ist Ihr Argument gewesen, bei der Frage, wenn Leute nicht mitwirken, auch darüber reden müssen, was daraus folgt. Das ist ganz normal. Das ist auch vernünftig an dieser Stelle. Ich möchte nur nicht, dass wir in diesem Sozialstaat weiter so tun, als werden Menschen kujoniert. Das ist nicht die Aufgabe. Aber jetzt positiv machen. Also es geht um Anreize, es geht um Perspektiven und Chancen. Also wollen Sie Sanktionen abschaffen und ein Belohnungssystem? Ich werde mir, Sie unterstellen doch immer Dinge. Ich will Ihnen sagen, wir werden uns all die Sanktionen angucken. Und die unsinnig sind, die dazu hatten Sie jetzt 15 Jahre Zeit. Ja, aber ich bin jetzt Minister und nicht vor 15 Jahren. Herr Habeck, wir haben am Anfang ja die Frage aufgeworfen, abschaffen oder reformieren. Wenn der Arbeitsminister, und es tut mir ein bisschen leid, dass jetzt alle auf ihn rumhacken, aber nun haben Sie mal den Job. Wenn der Arbeitsminister sagt, er möchte nicht, dass Leute, die arbeitslos sind, dazu verdienen können, dann sagt er damit ja indirekt, er möchte doch, Sie haben gesagt, dass es gibt ja na gut, die müssen 80-90% davon abziehen nach 100 Euro, das ist natürlich kein Anreiz. Also Sie sagen im Grunde, Sie wollen keinen Anreiz schaffen, dass man in der Arbeitslosigkeit Arbeit aufnimmt. Nein, das sagen Sie. Das stimmt. Und das müssen Sie auch sagen, weil das System so gebaut ist, dass die Leute ja entweder aus dem System rausgehen durch Druck oder in dem System drin verharren. Die Antwort auf die Frage, die Frau Will gestellt hat, überwinden. Abschaffen ist nicht so ganz richtig, aber überwinden ist damit gegeben. Das macht doch keinen Sinn, Leuten keinen Anreiz für Arbeit zu geben. Doch, ich will den Leuten einen Anreiz geben. Zwingt sie aber dazu, so zu antworten. Nein, deswegen kann das System nur ein anderes sein. Nein, Herr Habeck, ich will dieses System weiterentwickeln. Und wir werden in 5 Jahren nicht mehr dieses System haben.
sage Ihnen noch mal, ich will die Debatte nach vorne führen. Das, was ich vorhin angesprochen habe, was Sie mir nicht haben abnehmen wollen, weil der Begriff so schwierig war, geht genau in die Richtung, dafür zu sorgen, dass wir Menschen nicht in Arbeitslosigkeit mit Transfer verwalten, sondern Anreiz setzen, dass sie auch bei Mitnahme von Transfer tatsächlich die Chance haben, in Arbeit zu kommen. Es ist sinnvoller, Arbeit zu finanzieren als Arbeslosigkeit. Und ich sage Ihnen noch mal, die Debatte... Ab einer gewissen Grenze ist es attraktiver, arbeitslos zu sein, als zu arbeiten. Ja, deshalb das ist doch keine mittlere System. Einkommen entlassen. Und das ist doch systemunsinnig. Da muss man doch die Systemfrage stellen und sagen, das taugt doch nicht. Die Annahmen, die Grundeinnahmen, dass der Mensch faul sind, zwingen Sie in dieses System rein. Ja, also ändern Sie doch die Grundeinnahmen. Darf ich Ihnen Vorschlag machen? Wir machen systemverändernde Reformen. Das geht Stück für Stück. Das ist nicht der eine große Big Bang, sondern das muss man sorgfältig machen, weil ich die Verantwortung habe, dass die Antworten, die Weichenstellung, die wir jetzt geben, auch in 5 und 10 Jahren noch treiben. Und da reichen wir für tunistische Überschriftendebatten nicht aus. Das will ich Ihnen mal sagen. Das meinen Sie mich jetzt? Ja, an einigen Stellen. Oder meinen Sie Herrn Müller? Nein, ich meine das, weil Sie sich so über semantische Fragen unterhalten. Nein, aber das ist doch ganz praktisches Leben von Menschen. Ich habe es vorhin noch mal gesagt. Mein Ziel ist, dass wir in 5 oder 10 Jahren nicht mehr diesen Begriff Hartz IV haben müssen. Weil wir ein anderes System haben, das werden wir Stück für Stück weiterentwickeln, auf die Höhe der Zeit bringen, aber nicht mit dem Blick in die Vergangenheit, sondern mit dem, was Menschen brauchen. Passen Sie auf, darüber haben wir heute Abend diskutiert, meine Damen und Herren, über die Frage, Hartz IV reformieren oder abschaffen, und haben gehört, in 5 Jahren, sagt der Herr Heil uns, der zuständige Minister, wird es Hartz IV oder nur das Begriff, ist ja ein Kampfbegriff geworden, gibt es ja in keinem Gesetz. Geben. Damit würde ich sagen, danke. Gehe rüber nach Hamburg zu den Tagesthemen, zu Karen Mioska. Karen, was habt ihr vor? Anne, wir wissen heute, dass der Mann, der gestern in Münster in ein Café gerast ist, kein politisches Motiv hatte. Jetzt wurde ein Schreiben bekannt, das er an Freunde verschickt hatte und das näheren Aufschluss gibt. Der Hintergrund der Tat und das lange Warten auf die Wahlergebnisse aus Ungarn, die gibt es hoffentlich noch in der Sendung. Gleich bei uns. Danke, Karen. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da waren. Nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.